hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Konzentriere dich und behaupte die Führung. Ja, komm, ich war noch richtig spannend. Ja, feierlich. Weil meine Ziellinie da vorne ist ja. Ole! So. Du hast den Platz an der Sonne in der Gesamtwertung. Lass dich nicht. Barcelona hat eine Menge interessanter Kurven und Abzweigungen. Das erfordert volle Konzentration. 4 Runden? Denk dran, du bist hier noch nie gefahren. Mach lieber halblang, bis du die Strecke kennst. Blöder Schwanzlutscher. Los jetzt, schlag zurück. Gute Leistung, du bist in den Top 3. Da vorne sind immer noch 2. Ah, Hilfe. Noch zu fahren. Du kannst den Spieß wieder umdrehen. Oh, manchmal fragst du halt schon. Oh Mann! Versuch dir Platz 2 zurückzuholen. Platz 1. Bleib da vorn. Voilà.
2 Runden noch. Ist ja auch ein wenig übertrieben, 2,5 Runden hier zu fahren. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Ja. Konzentrier dich und behaupte die Führung. Hoppala. Also, wir haben es geschafft. So, noch eine Runde. Das war die bisher schnellste Rennrunde. Super gut. Hat niemand gesehen, oder? Du liegst 5 Sekunden vor Platz 2. Bau den Vorsprung weiter aus. Wenn der abfliegt, gerade abgeflogen ist, dann steuerst du das Auto nicht mehr vernünftig. Hoppala. Dann passiert nämlich genau das in der nächsten Kurve. Okay, wir haben es geschafft. Sehr gut. Du führst das Event an. Der Kurs ist sehr wellig. Die Balance des Autos verschiebt sich also ständig etwas. Sei vorsichtig. Okay. Voilà. Hallo, kann ich irgendwie zurückspulen? Ich hasse das immer. Vierter Platz. Okay, Raser, du hast die Führung übernommen. Drei Runden die Strecke. Ja, Kiere. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Konzentrier dich und behaupte die Führung. Du
behauptest dich gut an der Spitze. Ja. Muss da bald mal wieder ziehen hier. Okay, Junge, du liegst weit in Führung. Konzentrier dich aufs Fahren, dann gewinnst du dieses Rennen. Cool, das sind noch keine drei Runden. Ach so. Die dritte Runde vom Event wahrscheinlich. Deswegen habe ich gedacht, es sind drei Runden. War das gerade für Viech, was da die Straße koppelt ist? Wo ist eigentlich immer so Zeitlupe oder sowas? Nachher finde ich sie wieder nicht, die Stelle. Wo ich euch dann ein Video veranschaulichen will. Weil wir dieser Wald erinnert haben. Du hast den Platz an der Sonne in der Gesamtwertung. Lass dich nicht verdrängen. Ja, wir haben so viele Punkte Vorsprung. Wir können wahrscheinlich dann, also wenn wir das nächste gewinnen, können wir im letzten Rennen auf jeden Fall einfach stehen bleiben. Auf gut Deutsch. Bloß, dass dann das Let's Play kein Ende nimmt. Da einfach stehen bleiben. Da stehen wir wahrscheinlich dann in 5 Jahren noch. Wenn ich es drauf ankommen lassen. Naja, fahren wir dann das letzte Rennen. Kurven mit 2 Scheitelpunkten sind in Chicago an der Tagesordnung. Wenn du die gut erwischst, ist das die halbe Miete. Du musst die Ruhe bewahren. Du bist mit Huang kollidiert. Huang? Gut, du hast das Ende des Feldes verlassen. Weiter so. Voilà. Ich habe wohl den Schrode, ne? Gut so. Ups. Nicht mehr weit bis Platz 1. Noch 2 Runden. Voilà. Haben wir uns gut selbst zerlegt. Voilà. Der Schwede, bist du beschränkt oder so? Ja, ich nehme alle Taschen im Schrank.
Den Leistungsverlust durch den kaputten Auspuff kannst du kaum wettmachen. Du hältst dich gut da vorne. Das war die schnellste Runde bisher. So schön. Du liegst 5 Sekunden vor Platz 2. Bau den Vorsprung weiter aus. Ich tu mein Bestes. Sehr gut, du führst das Event an. Und damit können wir uns im letzten Rennen auf jeden Fall zurücklehnen. Also egal was da passiert, das Ding haben wir gewonnen. Steht so viel, steht mal fest. Ich war das nur für meine Fans. Wenn du eine Leitplanke berührst, bist du praktisch verloren. Nutz die Randsteine, um die Kurven optimal zu erwischen. Langsam hast du einen Ruf als Kamikaze-Starter. Nicht gerade das, was wir wollen. Ah, Mann, das, der Honk bremsen aber auch alle dich komplett aus. Okay, den nächsten schnappst du dir auch gleich. Du bist schon ins Mittelfeld vorgefahren. Sehr gut. Voilà. Okay, du bist in den Top 3. Fahr jetzt voll auf Sieg. Du bist Zweiter. Jetzt greif die Spitze an. Du musst deine Position verteidigen. Genau. Voilà. Da könnte aber auch einer einmal Bescheid geben. Achtung, da ist ein riesen Ding in der Mitte. Dagegen fährt die Stehi. Voilà. Voilà. Letzte Runde, du liegst in Führung. Du hast es. Ich habe es. Was denn eigentlich? Ah.
musst vorsichtig sein. Du verlierst Tempo. Och nö. Mach mal nicht. So was. Voilà. Haben wir ein wenig zu viel gewollt. 5 Sekunden vor Platz 2. Bau den Vorsprung weiter aus. Voilà. Ziel abgehakt. Das macht sich gut. Schöner Sieg und eine Zielvorgabe erfüllt. Die Konkurrenz in der World Series Racing ist jetzt erbittert. Jeder Fahrer hat sich vorgenommen, an die Spitze zu fahren. Aber du hast dir das nicht nur vorgenommen, sondern in die Realität umgesetzt. Eben. Every lap, every race, all season long. Wie geht's jetzt immer noch weiter, oder? Ja, mal schauen. Dies ist der Beginn der bisher wichtigsten Phase in deiner Rennkarriere. Die WSR hat einen Höhepunkt erreicht. Das wird die bisher größte Saison. Und du bist nicht mehr nur mein Fahrerstar, sondern der Champion der Fans. Du weißt, was du zu tun hast. Okay. Nee, eigentlich nicht. Gut, du musst das Auto wählen, mit dem du an den Start gehen willst. Eine gute Entscheidung. Das Auto ist sofort für dich bereit. Weitere Sponsoren würden gern auf deinem Auto werben. Das ist eine Bestätigung deines Könnens. Also es war sehr wurscht, aber was der als Ziel hat, das bleibt. Okay, war schon. Fertig. Dies ist der Beginn der bisher wichtigsten Phase in deiner Rennkarriere. Die WSR hat einen Höhepunkt erreicht. Das wird die bisher größte Saison. Und du bist nicht mehr nur mein Fahrerstar, sondern der Champion der Fans. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, gewinn. Dann gucken wir schnell rein. Ach du Heilige. Das sind wieder so Haufen. Nee, dann. Ja. Dann machen wir das. Ich gedacht, ich jetzt durch, aber dann machen wir das anders mal weiter. Jo, also dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmefolge, whatever wieder. Bis dahin alles Gute, Ade.